So, der ein oder andere wird sich wahrscheinlich an dieses merkwürdige Ende vom letzten Mal erinnern. Trotzdem erstmal wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu Witcher 3 Blood and Wine. Ja, irgendein Programm hat, ich weiß gar nicht, glaube ich, irgendeine Update-Information hat dazu geführt, dass ich auf den Desktop gekickt wurde. Und wenn ich mal auf den Desktop geht, dann unterbricht halt die Aufnahme. Wenn man wieder ins Spiel reingeht, geht eine neue Aufnahme los. Also, ja, darauf hatte ich jetzt keine Lust, logischerweise. Ich war ja eh schon 20 Minuten vorbei. Ich hatte einfach keine Lust, jetzt hier, weiß ich nicht, nochmal 30 Sekunden aufzunehmen, hier die Truhe aufzumachen und die Videodateien dann zusammenzuschneiden. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, dann lässt du die Aufnahme einfach beendet und erklärst beim nächsten Mal. Das ist auch vor ein paar Folgen schon mal passiert und da habe ich aber nicht direkt in der gleichen Aufnahmesession noch ein Video aufgenommen und habe es dann dadurch vergessen, beim nächsten Mal zu erwähnen, dass es halt keine Absicht war. Exquisiter Honig, sondern einfach daran lag, also hier gibt es auf jeden Fall mehr zu essen zu finden, finde ich, in Toussaint. Dann habe ich es vergessen zu erwähnen, aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Ich meine, wenn die Folgen lang genug sind, ist es wahrscheinlich auch euch egal. Befehl von Sternling Stragen. Nehmen wir alles mal mit. Boah, wie viel sind hier drinne? Krass. Befehle von Sternen in Stracken. Der schnelle Eugen hat die Taverne eingenommen, was bedeutet, dass seine Bande längst so besoffen ist. Postiere eine Wache auf der Hauptstraße, denn wenn irgendwelche Ritter oder Wachleute über sie stolpern, machen sie kurzen Prozess mit ihnen. Ich verspreche, das nächste Mal seid ihr diejenigen, die den Spaß haben, und Eugens Leute halten euch den Rücken frei. Vielleicht überfallen wir bald Coronata. Wein und Weiber im Überfluss. Ihr werdet voll auf eure Kosten kommen. Sternling. Aha. Das werde ich zu verhindern wissen, meine Freunde. Jetzt haben wir ja schon eine Nickelklumpen. Du elender Klumpen Nickel. Jetzt haben wir ja schon hier wieder ein paar Banditen ausgemerzt, von daher können die schon mal nicht mithelfen, wenn sie das Weingut Coronada überfallen. Ob die Banditen auch irgendwie mit bei denen drinstecken oder der Chef von denen da dazugehört, der quasi die zwei Weingüter gegeneinander ausspielt? Das könnte natürlich sein, ne? Zum silbernen Salamander. Wenn man den nilfgaardischen Besitzer Calixt Mor nach dem Namen seines Etablissements fragt, erinnert er an die zweite Schlacht von Sotten. Sein Vater Antoine zeigte bei dieser Schlacht besondere Tapferkeit und wurde dafür vom Kaiser persönlich mit einer Medaille des silbernen Salamanders ausgezeichnet. Aha. Lass mich raten, verlassene Städte oder so? Oh, das sind aber noch normale Leute. Nee, es sind auch schon Banditen. Krass, die sind halt nur gerade so gelaufen, als wenn es hier ganz normal zugehen würde. Sorry, habe ich verwechselt. So eine Prügelei ist aber nicht erlaubt. Das Fest ist vorbei. Oh. Boah, wie lange da liegen bleibt, krass. Bleiben wir echt super lang liegen und wir haben ihn zerteilt, während er auf dem Boden lag. Das war wieder ein direkter Tod. Sehr gut. Ich kämpfe jetzt auch mit meinen. Ich kämpfe jetzt auch mit meinen straffen Schlägen viel besser und ich finde jetzt einfach auch die. Noch irgendjemand? Nein, noch nicht. Ich finde auch einfach diese Kombination zwischen sofort töten. Dem, wie unsere Hand leuchtet, geil. Hallo, geh doch mal weg. Wir sind noch nicht mehr im Kampf. Ich will die Sachen erstmal einsammeln. Diese Kombination aus direkten Töten und straffen Schlägen, wenn das Schwert rot leuchtet, das wirkt halt auch einfach jetzt viel gekonnter, sein Kampfstil von Geralt. Und ich finde, es passt halt auch einfach sehr gut zu ihm. Weil Geralt halt einfach, ja, über 100 Jahre alt ist, ein meisterlicher Schwertkämpfer. Und deswegen gefällt mir jetzt der Kampfstil sogar noch besser. War übrigens wieder die Zwiebelbande, da waren schon wieder Zwiebeln. Ist auf jeden Fall ein ziemlich großes Lager mit vielen Banditen. Oh. Okay, dann kommt ihr halt zu mir, Freunde. Müssen wir nur aufpassen, weil es sind einige. Wenn es so viele sind, dann kann man sich schon mal ein bisschen
Luft machen, indem man mal einen Igni verwendet. Vor allem, wenn man sowieso drei voll hat. So, und wenn dann so viele da sind, kann man auch mal den Wirbel einsetzen. Oh, ich liebe es, wenn er die dann so ersticht. Das war ja komplett daneben. Oh, wir haben keine Schwalbe mehr. Au, oh, jetzt muss man aufpassen. Ich meine, wir werden ja auch nochmal geheilt durch den Adrenalinpunkt, deswegen nicht so schlimm. Ziehen ganz schön ab, die Kollegen hier. Zwei auf einen Streich, nice. So, jetzt kommt bitte mal der nervige Bogenschütze her, der sein Fett auch noch wegkriegt. Ach, da lebt er noch. Der schwimmt. Angst, das ist geil. Der ist umgefallen und schwimmt dann oben auf dem Wasser und wir haben ihn dann im Wasser schwimmend erstochen. Was es hier alles gibt, ey. Sehr nice. So, meditier mal, wie böse immer sein Gesicht aussieht, wenn er so halb vergiftet ist oder ziemlich hohen Giftstatus hat. Eigentlich müsste das ja jetzt abgeklungen sein, diese Vergiftung, aber die ist glaube ich immer noch da, obwohl jetzt hier irgendwie ein Tag oder so vergeht oder ein halber Tag. Na, ist immer noch da, also gibt keinen richtigen Sinn. Dann haben sie wahrscheinlich nicht gedacht. Genau, baut immer alles wieder auf, nachdem ich euch befreit habe. So, wir nehmen nochmal den Absud und dann meditieren wir einfach, dann ist auch die Vergiftung weg. Und jetzt würde ich sagen, Zwiebeln einsammeln. Zwiebelbande. Oh. Und auch Zwirnbande. Die haben auch immer, oder nicht immer, aber sehr oft Zwirn mit. Aber das kann man gerade irgendwie nachvollziehen, um halt irgendwas zu flicken an ihren... Die Zwiebelbande. Irgendwas zu flicken an ihren Klamotten. Halt Tagebuch des schnellen Eugen. Das ist doch von dem Typ hier. Ich wusste doch, dass wir die jetzt noch platt machen. Wenn unser furchtloser Anführer Sternlein Stracken alles in seinem Notizbuch vermerkt, dann mache ich das auch. Ich habe so viel zu schreiben, denn wie wir den silbernen Salamander geplündert haben, bis er aussah wie ein Müllhaufen, das war einfach legendär. Die Hanse wollte seit Ewigkeiten einen Abstecher zu dieser Taverne machen. Wie lange kann man an einem so beschissenen Ort wie den Ruinen von Artach rumsitzen und Däumchen drehen? Wasser bis an die Knöchel, alles voller Schimmel und der Wind peitscht so, dass uns die Ärsche prickeln. Wozu sollten wir scheißverdammt nochmal hierbleiben? Und so ging's los. Aufgerafft und an die Arbeit gegangen. Wir haben sie so hart getroffen, dass die Hälfte von ihnen schon in Stücken lag, bevor sie überhaupt wussten, was vor sich geht. Es war ein Handumdrehen vorüber. Tatsächlich haben wir uns dermaßen hinreißen lassen, dass hinterher keine lebendige Seele mehr in Sicht war. Ein paar sind offenbar an die Wälder entkommen, darunter der verdammte Inhaber aus Nilfgaard. Aber die Überlebenden jagen wir später. Jetzt trinken und singen wir erstmal ein bisschen. Dann geht es auf die Jagd. Bitte sehr, hier sind meine Memoirien, unterzeichnet vom schnellen Eugen. Tja, jetzt bist du nicht mehr so schnell, mein Freund. Boah, wie die halt, das ist so krass, wie die es halt auch immer so schreiben, als wenn da überhaupt nichts dabei wäre, dass sie einfach mal unschuldige Menschen abgemoldet haben und dann macht ihnen das auch noch Spaß. Und das Kranke ist halt nicht diese Egalität, die da drin steckt, in dem, was sie schreiben, sondern dass es halt auch genau solche Leute gibt. Nicht nur früher im Mittelalter, wo halt solche Verhältnisse, wie sie hier dargestellt werden, zu sehen waren, sondern halt auch heutzutage in entsprechenden Gebieten gibt es das. Das ist halt schon einfach nur pervers. Okay, da müsste ja jetzt die Taverne auch noch da sein, ne? Ja. Haben echt schon eine komplette Stadt quasi auseinandergenommen, die Schweine. Hat sich bis jetzt gar niemand bedankt, aber ich denke mal, dass sich vielleicht der Wirt bedanken wird. Der Wirt bedanken wird. Eieiei. Heilgera. Hexer, auf ein Wort. Sag ich doch. Artfein. Genau, was wir brauchen. Einen Hexer mit Eiern aus Granit. Diese bloede Hanse hatte diese Gegend schon zu lange terrorisiert. Danke für deine Hilfe, Wattgern. Ein Nilfgaarder. So weit weg von zu Hause und er ist kein Soldat. Das ist selten. Das Kriegshandwerk liegt mir nicht. Mein Wattherr, ich meine, mein Vater allerdings... Er hat bei Sodden gekämpft. Er hat es überlebt. Und das trotz durchbohrter Lunge und Verlust der rechten Hand.
Aber mit diesen Verletzungen konnte er nicht mehr in der Impera-Brigade dienen. Das Klima und der Wein hier in Toussaint fördern die Genesung. Und die Nilfgaardische Veteranenpension ist nicht übel. Man bekommt sogar eine Taverne dafür. Danke, Hexer, dass du mir geholfen hast, meinen Erbteil wiederzuerlangen. Art Dank. Ich mag die Sprache von denen. Kein Quint möchte spielen. Zeig mir, was du anzubieten hast, Nilfgaarder. Ich wollte gerade sagen, oh, 6.000, aber es sind noch 600, aber im ersten Blick habe ich irgendwie 6.000 gedacht. Was ist das? Schokoladensoufflé, ja. Was ist das? Rillette vom Schwein, aha. Ich glaube, den Rest kenne ich schon. Das ist, glaube ich, Tartati. Wie auch immer man das ausspricht. Flamische Zwiebelsuppe. Dafür brauchen sie ihre Zwiebelsuppe. Und da ist tatsächlich eine ganze Zwiebel mit Schale drin. Ich wusste es. Die essen einfach alle gerne Zwiebelsuppe. Jetzt haben wir hier ein hart gekochtes Ei. Nee, einfach nur ein Ei. Wir können jetzt nur solche Sachen verkaufen. Ich würde sagen, wir können ja zumindest mal den Alkohol verkaufen. Weil das brauchen wir sowieso nie. Und das macht halt einfach nur betrunken. Wenn wir nichts zu essen mehr haben, dann saufen wir immer das. Und sind betrunken. Dann haben wir eigentlich keinen Bock. Das ist eh nichts weiter wert. Es wiegt zwar auch nichts, komischerweise, obwohl man ja immer direkt ein ganzes Glas mit hat, ein ausgeschenktes. Aber man hat wieder ein bisschen Platz und wie gesagt, man kommt nicht in die Verlegenheit, es aussehen zu trinken. Ich glaube, den Wein brauchen wir auch nicht. Schnaps ist ein bisschen was anderes, aber Wein brauchen wir nicht. Das ist ja echt gar nichts wert. So gut kann das Zeug ja nicht sein, wenn es nichts wert ist. Es wäre halt geil, wenn man noch so eine Art Weinkeller aufbauen könnte mit den Sachen, aber das geht glaube ich nicht, deswegen... Kann ich es auch einfach verkaufen. Und zur Not kann man es ja auch alles zurückkaufen. Ist. Das macht, glaube ich... Das regeneriert, glaube ich, ziemlich gut. Genau wie Everloose. Ah, egal. Lokaler Pfefferwodka. Ich glaube, andere richtige Schnäpse, die genommen werden zum Auffüllen der Tränke, die sind nicht hier drin, deswegen kann ich sie auch verkaufen. Wisst ihr was? Brauchen wir eh nicht. Wir haben so viel Essen. Und so haben wir wieder ein bisschen Kohle bekommen und sind jetzt tatsächlich wieder bei über 20.000 Kronen. Das heißt, wir könnten auch mal demnächst, wenn wir in der Nähe sind, was irgendwie nicht der Fall ist, könnten wir auch mal bei unserem Anwesen vorbeigehen und wieder ein paar Aufträge, also neue Sachen kaufen. Gut, geschafft. Das hier gehört, das ist Wein. Das gehört dann logischerweise, hier wird es nicht weitergehen. Hier auch nicht, denke ich mal. Aber wisst ihr was? Ich weiß, dass hier nicht weitergeht. Ich will mir aber trotzdem mal die Brücke hier angucken. Die alte Brücke, die da war. Du gehst deinen Weg, ich geh meinen. Na komm. Hier können wir mit Plätze eh nicht durchreiten. Deswegen. Aber schön, dass direkt auch wieder Wachen da sind. Weiß ich, wo die jetzt so schnell herkommen. Wäre doch eigentlich logischer, dass jetzt mehr Wachen da sind. So Panikwachen quasi, weil vorher das ganze Dorf einfach mal eingenommen wurde von einer Banditenbande. Ich sollte einen Blick auf die Karte werfen. Da ist sogar ein Boot. Das ist ärgerlich. Das macht mich immer traurig, wenn ich an solche Orte gehe, wo ich nicht weiterkomme. Obwohl da halt noch interessante Sachen sind. Sollte ich doch lieber umkehren? Nein, sollst du nicht, Geralt. Es sind auch keine Drachen. Es gibt keine Drachen mehr. Die haben die Gebiete halt so gelassen. Ich bin zu alt, um durch die Welt zu ziehen. Die haben die Gebiete halt da gelassen, weil sie halt wahrscheinlich auch teilweise noch gar nicht wussten, ob sie da nicht, dann erweiterungsmäßig noch was hinsetzen, dass man da dann doch da hingehen kann. Aber, ja, es ist natürlich eigentlich das Geile, wie das gelöst ist, ne, dass es halt kein klares Ende gibt, so eine Wand oder Gebirge oder sowas, sondern, dass das halt einfach... Banditen, die muss ich natürlich platt machen, vor allem hier in der Nähe von den Einwohnern und von der Stadt, die ja gerade erst befreit wurde, muss ich hier natürlich... Muss ich hier natürlich dafür sorgen, dass keine Banditen in der Nähe sich...
rumtreiben und ihr Unwesen treiben. Komm her. Boom! Mit unmenschlicher Kraft schlägt Geralt zu und schmeißt ihn zu Boden und belohnt seine Boshaftigkeit, also diejenigen, der zu Boden geflogen ist. Danke, Blitz, dass du gewartet hast und nicht wieder verschwunden bist, weil du Durst oder Hunger hattest. Belohnt er die Boshaftigkeit, indem er ihnen das Herz aufspießt. Oh, ist Sumpfgebiet. So. Ah, das sind schon wieder Banditen, oder? Hansebasis! Krass! Na dann. Würde ich sagen. Speichern und wir probieren es einmal. Ich weiß nicht, was für ein Level die haben. Ach, scheiße, da ist der Typ mit einer Fackel, aber. Ich glaube, das Ding ist durch mit der Fackel, also das. Kann ich, glaube ich, nichts mehr machen. Drei Hunde. Also, die Level bis jetzt sehen gut aus. Das sollte machbar sein. Wie Hunde kommen denn hier noch? Fuck, ich habe keinen Adrenalinpunkt mehr. Eigentlich gar nicht so. Ich stehe da noch! Was? Woran bin ich denn jetzt gestorben? Ich stand da noch! Ich wollte gerade sagen, ist eigentlich gar nicht so schlimm, wenn einer nach dem anderen zu mir kommt, dann. Ja. Kann ich die platt machen, muss nicht erst reingehen, aber also ich würde sagen, das ist machbar, wenn die Level so bleiben. Das war ja jetzt überhaupt gar kein Problem. Weil ich weiß auch gar nicht so richtig, wieso es gestorben, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß auch nicht so richtig, warum ich keine Adrenalinpunkte hatte. Ich habe doch gar keinen Zauber eingesetzt oder so. Ich weiß nicht, ob die mir irgendwie Adrenalinpunkte klauen können. So, wo bin ich denn jetzt? Da. Ja, da rennt schon los mit seiner Fackel, da ist jetzt schon sonst wo. Bevor ich da jetzt reinrenne und dann alle trigger, dann müssen die halt so kommen. Die ziehen echt viel ab, diese Scheißhunde. Die fressen zwar auch wieder Schaden ohne Ende, aber die verteilen auch Schaden ohne Ende. Ja, jetzt haben wir dieses Mal auf jeden Fall schlauer angestellt. Ist das wieder ein Bug oder ist da einer? Okay, es sind super viele. Aber okay, ist ja auch das Lager, also die Basis. Von daher. Ach, der ist schon tot. Von daher logisch. Hunde machen am meisten Stress, weil die so schnell sind und halt auch viel abziehen. Aber wie gesagt, ist trotzdem machbar. Oh fuck, wo rutscht ich denn hier überall rein? Scheiße, Mann! Okay, das Problem ist hier auf jeden Fall die Masse. Man muss es viel. Also das dauert richtig lang, aber es ist super machbar, wenn man es taktisch schlau angeht. Man muss halt nicht so wie ich es jetzt gerade gemacht habe, so immer weiter in irgendeine Richtung weg sich quasi drehen und abhauen und ducken, wo man gar nicht weiß, ob da noch weitere Banditen sind.
Sondern man muss es halt so machen, dass man einen Teil angreift und sich dann in eine Gegend zurückzieht, wo halt nicht noch mehr Banditen lauern und dann halt immer gegen einzelne kleine Gruppen kämpft, weil so ist es halt sehr schwer, gerade durch die Bogenschützen ist es halt auch einfach sehr nervig und anstrengend. Und ich weiß nicht, ob ich mal dieses Mal probiere, den Fackelträger platt zu machen. Aber ich glaube, da trigger ich zu viele. Ich sehe ja von hier, da drüben sind ja auch noch welche. Also ich werde auf jeden Fall das nochmal probieren, weil ich denke, es ist machbar. Aber wir machen es erst in der nächsten Folge. In diesem Sinne, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten, da, wisst ihr was? Ich werde nochmal meine Tränke komplett auffüllen, weil ich nicht weiß, wie der Kampf dauert. Es kann sein, dass wir da wirklich alles brauchen. Deswegen liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen. Ah, Moment mal, wenn wir so einen crazy Kampf vor uns haben, was haben wir denn da für mögliche Öle? Gegen Humanoide, 50% Angriffskraft, überlegenes Gift der Erhängten gegen Humanoide und Bestien. Ich glaube, das war's, ne? Also ja, das ist doch. So, also überlegenes Gift der Erhängten, können wir da noch mehr machen? Also ist dann noch, also ist überlegen schon das Beste, ich weiß es nicht. Öle. Geister, Hybriden, Insekt, Okroid, Relikt, Vampir. Ne, das ist glaube ich schon das Größte. Okay, dann wählen wir das auch noch aus. Ich meine, 50% Angriffskraft gegen Humanoide und Bestien ist halt schon viel, ne? Das ist schon viel. Also ich bin gespannt. Bis zum nächsten Mal, euer Paxis.